Hallo, mein Name ist Marc Schreiber und heute möchte ich Ihnen ein Open Source Framework vorstellen mit dem Namen NLPF, was im Rahmen meiner Dissertation an der Fachhochschule Aachen entstanden ist. Seit 2012 arbeite ich als Promovent an der Fachhochschule Aachen und jetzt gegen Ende meiner Promotion ist dieses Open Source Framework entstanden, was ich Ihnen heute einmal vorstellen möchte. Bevor ich Ihnen das Projekt demonstrieren kann, möchte ich Ihnen einige Hintergründe zu dem Thema meiner Promotion geben. Die Ergebnisse meiner Dissertation sind im Rahmen des Forschungsprojekts ETL-Quadrat entstanden und dazu jetzt einige Hintergründe. In ETL-Quadrat ist es so, dass Forscher das Problem haben, dass sie bestimmte Produkte einkaufen möchten. Das heißt, sie suchen nach Kits, die Antigene irgendwie in bestimmten Spezien nachweisen, und dafür müssen sie sozusagen mehrere Hersteller, die es im Internet gibt, anfragen, ob sie quasi dieses Produkt zur Verfügung haben. Das stellt natürlich eine ziemliche Hürde und eine große Beschäftigung für den Forscher an sich dar, und daher möchte er eigentlich eine einfachere Möglichkeit haben, diese Produkte zu beziehen. So, in diesem Fall kommt halt ein Unternehmen ins Spiel, dessen Manager sich gedacht haben, okay, wir bieten genau diesen Forschern jetzt einen Marktplatz an, und dieses Unternehmen kauft bei diesen Herstellern die Produkte ein und bietet dann in dem Marktplatz die Möglichkeit, die Produkte einzukaufen. Das ist natürlich eine erhebliche Erleichterung für den Forscher. Das Problem, was jetzt dieses Unternehmen hat, ist, dass es, während es diese Produkte einkauft, Domänexperten beschäftigen muss, die angehangen zu den Produkten bestimmte Dokumente verarbeiten müssen. Es ist sogar so, dass die Domänexperten diese Dokumente lesen müssen und daraus dann diese Informationen in eine Datenbank eintragen müssen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also schauen wir uns mal ein Dokument an. Das ist jetzt so ein Dokument, was ein Antigen beschreibt. Und jetzt haben wir verteilt über das Dokument verschiedene Informationen, was ich jetzt mal versuche zu skizzieren. Also hier könnte zum Beispiel im Text eine wichtige Information stehen, dort im Text könnte eine wichtige Information stehen und so weiter. So, das heißt, der Domain-Experte extrahiert diese Informationen und trägt sie halt irgendwie in Feldern in der Datenbank ein. Was ich jetzt mal hier durch diese Boxen skizziere. So, zusätzlich ist halt noch der Umstand, dass diese Informationen auch noch irgendwie zusammenhängen. Das heißt, irgendwie könnten diese beiden Informationen zusammenhängen. Das Ganze könnte aber auch an weitere Informationen hängen, die halt nicht im Dokument drin sind und so weiter und so fort. So, und dieser Prozess ist sehr aufwendig für den Domain-Experte, also es erfordert sehr viel Zeit, diese Informationen aus den Dokumenten zu extrahieren. So, und daher soll genau dieser Prozess automatisiert werden. Und wenn dieser Prozess automatisiert ist, kommt es auch noch dazu, dass quasi der Anbieter des Marktplatzes mehr Angestellte, mehr Produkte in seinem Marktplatz führen kann. Dafür muss er den Prozess automatisieren, und da kommen dann seine Entwickler ins Spiel. Also gehen wir nochmal zurück und zum nächsten. Das heißt, wir haben jetzt den Fakt, dass die Entwickler der Entwickler muss halt jetzt genau diesen Text, der in den Dokumenten drin ist, jetzt mal symbolisiert durch diese Wolke, vorverarbeiten, in eine Struktur bringen, was ein sehr komplexes Problem ist. Und wenn der natürlich sprachliche Text in eine Struktur übertragen worden ist, kann er eine Analyse ausführen, wo dann die Informationen, die wir eben skizziert haben, drinstehen. So, aber genau dieses Problem ist halt sehr, sehr komplex. Schauen wir uns das mal hier an. Hier hätten wir das mal skizziert, wie es in Java-Code aussehen könnte. Das heißt, der Entwickler muss jetzt hier verschiedene Schritte durchführen.
die wir jetzt quasi hier in diesen Abschnitten im Folgenden einmal durchgehen. Also was der Entwickler zu tun hat, damit er genau nachher seine Analyse ausführen kann. So, und genau in diesem Teil des Quellcodes steckt halt sehr, sehr, sehr viel Wissen, was erstmal sehr, sehr viel Literaturrecherche erfordert und der Aufbau von Wissen, was erstmal die Entwicklung einer solchen Anwendung extrem verlangsamt. So, um jetzt nachvollziehen zu können, welche Schritte da gemacht werden müssen, schauen wir uns mal folgenden Text an. Steht jetzt hier aus zwei Sätzen und normalerweise ist es so, dass genau diese zwei Sätze in mehreren Schritten prozessiert werden, damit dann die Informationen nachher von dem Entwickler verarbeitet werden können. Der erste Schritt ist normalerweise die Textsegmentierung. Das heißt, man nimmt sich den Rohtext her und identifiziert zunächst einmal Sätze in diesem Dokument. Das sind jetzt hier diese beiden Dokumente. Und zusätzlich erkennt man dann nochmal, das sind jetzt die kleineren Elemente, hier Tokens im Text. So. Sieht jetzt auf den ersten Blick einfach aus, aber die Regeln, die in der natürlichen Sprache drin sind und die den Aufbau von Sätzen beschreiben und sind nicht so offensichtlich, wie sie erscheinen mag. Also können Situationen auftreten, wo halt der Punkt hier beispielsweise am Ende ein Satzzeichen ist oder für eine Abkürzung steckt. Und das heißt, man kann nicht einfach nur hingehen und einen Punkt trennen. So, wenn man das in den Griff bekommen hat, käme der nächste Schritt, das ist das sogenannte Part-of-Speech-Tagging, wo man jedem Wort eine bestimmte Wortart zuweist. Also hier in diesem Fall jetzt für das Wort Satya ein Nomen zugewiesen. Solche Informationen sind halt nachher wichtig, um irgendwie zu erkennen, was ist denn in diesem Satz Subjekt, Prädikat, Objekt und dann automatisch abzuleiten, wie die Wörter im Satz miteinander zusammenhängen. So, wenn man das hat, kann man noch eine weitere Analyse machen. Das ist beispielsweise das Named Entity Recognition, was dann innerhalb der Sätze einzelne benannte Entitäten erkennt. So, in diesem Beispiel haben wir jetzt drei benannte Entitäten, zum einen Satya Nadella, Microsoft und nochmal im zweiten Satz Microsoft. So, zusammen mit dem Part-of-Speech-Tagging und dem Named Entity Recognition könnte man dann beispielsweise schon versuchen, die Relation abzuleiten, dass Satya Nadella für Microsoft arbeitet. So, wie das Ganze jetzt vonstatten gehen kann und wie der Entwickler das schneller und einfacher machen kann oder wie er es generell einfach mal machen kann, werde ich jetzt demonstrieren, indem ich Ihnen das Framework NLPF demonstriere. Bevor wir jetzt mit der Demo starten, möchte ich Ihnen noch darauf hinweisen, dass das Framework, was ich Ihnen präsentiere, für beide Seiten jetzt geeignet ist. Also mit beide Seiten meine ich den Domain-Experten, der nachher wichtige Daten für den Entwickler liefert und für den Entwickler selber. Das heißt, wir haben hier einen Ansatz, der sich gut in heutige Entwicklungspraktiken einfügt durch Continuous Integration und sonstige Dinge. Und auf der anderen Seite können wir Daten, die dieses Framework benötigt, sehr, sehr leicht hinzufügen und antrainieren. So, aber lassen wir uns direkt in den Source Code schauen. Was der Entwickler als erstes benötigt, sind Trainingsdaten für seine NLP-Modelle. Dazu legen wir zunächst einmal ein Maven-Projekt an, was ich hier einmal vorbereitet habe, in der wir nachher Beispiele ablegen von der natürlichen Sprache. Das heißt, darin liegen jetzt Dokumente, die benötigten Informationen beinhalten. Aber schauen wir uns das einmal Schritt für Schritt an. So, in der POM-XML haben wir jetzt ein ganz normales Maven-Projekt, mit dem Unterschied, dass hier wir jetzt ein spezielles Packaging haben, was sich NLP Models nennt. Und dieses Packaging wird benutzt, um nachher die NLP-Modelle in die Anwendung des Entwicklers zu integrieren. Weiterhin haben wir einige Abhängigkeiten zu anderen Frameworks,
unter anderem hier einen sogenannten I.O. Reader, der jetzt uns ermöglicht, ODT-Dateien mit Sprachinformationen zu annotieren. Weiterhin haben wir jetzt hier noch eine Dependency zu einem OpenNLP-Framework, was jetzt durch DK Pro Core an sich nochmal gerappt ist, aber dazu können Sie mehr in der Beschreibung des Projekts erfahren. So, das sind die unter anderem die nötigen Abhängigkeiten. Weiterhin brauchen wir noch ein Plugin für Maven. Deshalb ist dieses Plugin, was jetzt aus unseren ODT-Dokumenten nachher die NLP-Modelle generiert. So, nachdem wir die POM-XML bearbeitet haben, können wir jetzt Dokumente annotieren, um sozusagen dem Framework beizubringen, wie natürliche Sprache aufgebaut ist. Und am Ende kann der Entwickler dann genau diese Sprachinformationen nutzen, um seine Analysen zu machen. Das heißt, die Produktinformationen zu extrahieren. Dazu legen wir jetzt in dem Verzeichnis Source Main Corpus eine Reihe von ODT-Dokumenten an. Und diese müssen jetzt von dem Domain-Experte der Reihe nach annotiert werden. Einige dieser Dokumente sind jetzt bereits annotiert. Und in diesem Beispiel möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie jetzt die Datei new.odt mit dem entsprechenden Werkzeug annotieren können. So, dazu startet normalerweise der Domain-Experte das Programm QuickWebTagger, was nur dazu dient, dem Framework beizubringen, wie natürliche Sprache aufgebaut ist. So, das kann über die Kommandozeile passieren, kann aber auch durch einen Doppelklick auf den Desktop passieren. Ist egal, das Programm startet dazu. Zusätzlich ist das Programm jetzt so ausgelegt, dass es möglichst einfach verständlich für den Benutzer ist und dass die Bedienung sehr einfach ist. Bei existierenden Frameworks und Tools ist das nicht immer gegeben und das Framework NLPF bietet dahingehend eine echte Verbesserung. So, ich habe jetzt hier meinen Xbox-Controller und zeige Ihnen jetzt quasi, wie spielerisch Dokumente annotieren können. Dazu startet man einmal den Controller, kann jetzt über die Menütaste das Projekt öffnen und es öffnet sich halt wie gewöhnlich ein File-Open-Dialog und dort wählt man die POM aus, die wir eben angelegt haben. So, nachdem das Projekt jetzt geladen ist, hat man hier die Möglichkeit, auf der linken Seite die Stufen der Informationen, die man annotieren möchte, auszuwählen. Aus der Präsentation sollte ja noch bekannt sein, dass wir einmal die Textsegmentierung haben, einmal das Part-of-Speech-Tagging und das Named-Entity-Tagging. Das heißt, wir geben jetzt jedes Beispieldokument durch, annotieren diese Informationen und nachher kann der Entwickler genau auf ein Framework zurückgreifen, was einem diese Informationen automatisch liefert. So, das wählt man zunächst einmal auf und dann hier auf der rechten Seite kann man die Dokumente einzeln auswählen. Wir scrollen jetzt mal ganz ans Ende. Da sollte nämlich schon die neue Datei sein, nämlich die .odt, die wir eben gesehen haben, die wir annotieren möchten. Mit Bestätigen öffnet man einfach dieses Dokument. So, nachdem jetzt das Dokument geöffnet worden ist, sehen wir jetzt hier in dieser grafischen Oberfläche zwei Dinge. Zum einen sehen wir hier im unteren Teil die Übersicht über das Dokument. Das heißt, das ist der Text, der im ODT-Dokument so vorhanden ist. Und hier oben im oberen Teil sehen wir jetzt quasi die Informationen, die wir jetzt annotieren. Das ist der sogenannte Stream der Tokens. Und genau diesen Token-Stream kann man jetzt bearbeiten. Also ich habe jetzt das Text-Segmentation-Tool annotiert. Ich kann mit dem Gamepad halt hier durch den Text wandern
Und wir sehen sogar hier schon, dass mir dieses Tool einige Dinge vorgeschlagen hat. Also hier wurde zum Beispiel der Punkt abgetrennt als einzelnes Satzzeichen und es wurde sogar hier ein Satzende erkannt. Das liegt jetzt daran, dass schon einige Trainingsdaten vorhanden sind. Also erinnern Sie sich an die ODT-Dokumente von vorhin. Und diese werden quasi genutzt. Aus diesen Dokumenten wird gelernt, wie jetzt solche Dinge abgeleitet werden können. So, das heißt, wir können jetzt hier durch den Text durchgehen und schauen, ob der das denn alles richtig gemacht hat. Und wir sehen eigentlich, dass im Großen und Ganzen Sachen richtig annotiert worden sind. Was jetzt hier nicht stimmt, ist diese Trennung. Ja, eigentlich das Wort Notepad++ ist ein alleinstehendes Wort und besteht nicht aus zwei Wörtern. Also hier dieses Trennzeichen ist an der Stelle falsch. Das heißt, das sollten wir jetzt entfernen. Dazu drücken wir einfach X und schon werden da wieder ein Token raus. Sollte mal genau der umgekehrte Fall sein. Schauen wir gerade, ob es hier ein Beispiel gibt. Auf die Schnelle ist nicht da. Kann man das auch auftrennen. Ja, also man hält dann den linken Trigger. Hier poppt so ein Ding, also ein Kasten auf, den man dann quasi trennen kann. Ich könnte jetzt beispielsweise das Plus-Plus hier abtrennen, indem ich das bestätige oder halt wieder entferne. Ja, das gleiche gilt für Satzenden. Wenn jetzt mal hier irgendwo ein Satzende vergessen worden wäre, ja, tun wir jetzt einfach mal so, als ob es hier am Ende des Dokumentes vergessen worden wäre. Dann können wir einfach mit an dem ausgewählten Token, mit dem A-Button, das Satzende bestimmen. Und so geht man jetzt quasi das ganze Dokument durch und annotiert die fehlenden Informationen oder korrigiert diese Informationen. So, das nächste, was man machen kann, ist über das Menü wieder eine andere Sprachinformationstyp wählen. Jetzt wenn wir als nächstes das Posting. Und dann bietet mir die Posttagging-Ansicht weitere Informationen. Also wir haben jetzt hier über jedem Token noch zusätzlich die sogenannte Wortart hervorgehoben. Das, was wir eben aus der Präsentation schon kennen. Das heißt, hier wird jetzt angezeigt, welche Wortart jedem Token zugeordnet worden ist. So, hier jetzt weiterhin kann ich durch den Text scrollen, einfach mit dem Button und mir anschauen, welche Wortart jetzt hier annotiert worden ist. Da wir ja schon Daten gelernt haben, werden mir diese vorgeschlagen und ich muss halt jetzt für jede Wortart noch überlegen, ob die richtig sind an dieser Stelle. Also nehmen wir mal das Beispiel an dieser Stelle. Also wir haben das Wort I und es ist als Personalpronomen annotiert worden. Wenn ich mir jetzt aber hier nicht ganz sicher bin, ob es nicht doch etwas anderes ist, kann ich einfach mit dem Stick hier durchscrollen und eine andere Wortart auswählen. Nehmen wir beispielsweise diese und hätte sie dann annotiert und könnte wieder so durch den Text durchgehen. Das Schwierige an diesem Part ist jetzt, die Wortarten zu kennen und in diesem Beispiel wird jetzt das Penn-Treebank-Textset verwendet. Das heißt, man kann hier auch sehr genau definieren, welche Wortarten verwendet worden sind. Es besteht aber auch die Möglichkeit, einfache Part-of-Speech-Text zu wählen, zum Beispiel das Universal Post-Textset. Dann muss man nur noch quasi unterscheiden, ob man Nomen, Verben oder Adjektive annotiert. Jetzt gehören noch ein paar mehr dazu, aber das ist mal so ein kleiner Auszug dazu. Das nächste, was wir jetzt annotieren möchten, sind die sogenannten Named Entities. Dazu wählt man halt hier wieder diesen Modus Named Entity Tagging aus und bekommt jetzt wieder ähnlich so eine Auswahl angezeigt. Und ich muss mir halt jetzt hier überlegen, welche Wörter in diesem Text zum Named Entities gehören. Voreingestellt sind jetzt in dieser POM-Datei verschiedene Typen, Application, Code, Library, Organization, Person. Das heißt, ich suche jetzt in diesem Beispieltext, der von Stack Overflow stammt, nach
Wörtern, die halt entweder ein Codeschnipsel beschreiben, eine Software-Library, eine Organisation, eine Person oder eine Software-Anwendung. So, hier haben wir jetzt das Programm Idle, was wir jetzt hier annotieren können. Das heißt, wir wählen hier wieder Application aus, bestätigen das mit A und haben sozusagen dann das Wort Idle als Software-Anwendung annotiert. So, dann geht man den Text weiter durch. Ja, wir hatten ja eben das Beispiel von Notepad++, wo wir genau wissen, das ist auch eine Anwendung, die können wir jetzt hier wieder annotieren. Das Weitere wäre dann hier, haben wir jetzt mal mehrere Tokens, die wir in einem Named Entity annotieren wollen. Das heißt, wir erweitern jetzt die Selektion, indem ich den Left-Trigger halte und wähle dann hier Code aus und springe halt dann weiter Shift Text, bis ich halt am Ende meines Dokuments bin und halt alle Named Entities in diesem Beispiel annotiert habe. Nachdem wir dann alle Dokumente annotiert haben, können wir dann jetzt als Entwickler wieder in unser Projekt zurückkehren und einfach das Kommando Maven Install ausführen. So, jetzt passiert Folgendes im Hintergrund. Dieses Plugin, was wir eben in die PromXML eingetragen haben, durchsucht jetzt meine ganzen Abhängigkeiten nach Frameworks, die das Trainieren von NLP, das Trainieren einfach unterstützen. So, das heißt, es werden alle Beispieldokumente genommen, in dieses Training-Tool reingesteckt. Ja, man sieht jetzt hier schon den Aufruf Maven Train. Also diese Dokumente werden jetzt quasi durchsucht, die Sprachinformationen genommen, in das Training-Tool gesteckt und am Ende erhält man dann ein NLP-Modell. Das dauert jetzt ein paar Momente. Am Ende des Kommandos hat man jetzt ein bestimmtes Artefakt da, was man in die Anwendung integrieren kann. Nachdem jetzt Maven Install erfolgreich durchgelaufen ist, können wir jetzt quasi uns einmal anschauen, was denn im Hintergrund passiert ist. Dazu schauen wir uns im Target-Verzeichnis einmal die Dateien an. Und hier ist jetzt ein ganz normales Jar-File entstanden. So, und dieses Jar-File enthält jetzt einige Informationen für uns. Und zu Demonstrationszwecken extrahiere ich das Ganze mal und wir schauen mal da rein. So, unter anderem existiert jetzt hier ein Verzeichnis, nachdem ich es ausgepackt habe, com.gitdeb, das ist die Artefakt-ID aus der POM. Und darin haben wir jetzt für die NLP-Verarbeitung zwei Unterverzeichnisse, diese hier, und das sind jetzt quasi die Modelle, die aus den Beispieldokumenten generiert worden sind. Ja, unter OpenNLP finden jetzt beispielsweise mehrere Modelle. Hier an der Stelle einmal das Sentence-Modell, das heißt, die werden jetzt unsere Sätze erkannt, das Token-Modell und das Post-Tag-Modell. So, genau dieses Artefakt können wir jetzt in eine Beispielanwendung integrieren. Nachdem wir jetzt erfolgreich unsere NLP-Modelle trainiert haben, können wir jetzt eine Anwendung schreiben, die genau unsere NLP-Modelle verwendet. So, dazu legen wir jetzt ganz gewöhnlich in unserer Entwicklungsumgebung eine POM-XML an. Ich verwende jetzt hier IntelliJ und fügen quasi hier die Plumbing Library hinzu. Die bietet mir jetzt nachher Methoden, mit denen ich automatisch unsere Pipeline einbinden kann. Und zusätzlich fügen wir jetzt hier noch den Korpus von eben, also unser Projekt von eben als Abhängigkeit hinzu. Und weiterhin jetzt hier zwei
mit Abhängigkeiten, womit ich einmal Textdateien lesen kann, und eine Abhängigkeit, womit ich XMI-Dateien schreiben kann. So, wenn ich das gemacht habe, kann ich jetzt meinen Anwendungscode schreiben. Den schauen wir uns das einmal hier an. Das ist eine ganz normale Java-Klasse. Und zunächst konfigurieren wir einmal, dass wir eine Textdatei lesen möchten mit dem Namen test.txt. Die habe ich auch hier einmal angelegt. Hier finden wir jetzt die test.txt, ganz normaler Plaintext an der Stelle. Und zusätzlich als nächstes im Anwendungscode definiere ich hier einmal, dass ich nachher das Ergebnis als XMI schreiben möchte im selben Verzeichnis wie test.txt. XMI ist jetzt ein Format, mit dem ich quasi die gesamten Sprachannotationen abspeichern kann und wo mir halt nichts verloren geht. Das heißt, dann ist nachher der Plaintext drin enthalten, sowie die Sprachinformationen. So, und am Ende lasse ich jetzt meine NLP-Pipeline laufen. Das mache ich mit der Methode RunPipeline aus dem UEMA-Fit-Framework. Übergebe die Reader-Description von oben und verbinde jetzt hier mit dieser Factory-Methode meine NLP-Pipeline von vorhin ein. Und am Ende schreibe ich das Ganze wieder raus als XMI. So, dann lassen wir das Programm jetzt einmal laufen und schauen uns die Ergebnisse an. So, das Programm ist erfolgreich durchlaufen und haben jetzt diese Datei test.txt.xml angelegt. So, und wenn man sich diese Datei einmal anschaut, sieht man jetzt Folgendes drin, dass hier Sätze gefunden worden sind. Zusätzlich sind halt auch Tokens gefunden und zu diesen Tokens sind halt auch die Power-of-Speech-Tags zugewiesen worden. Das heißt jetzt, ich kann eine Auswertung basierend darauf schreiben und das kann ich einmal hier demonstrieren. Dazu ändern wir den Code jetzt wie folgt. Ich speichere die Datei nicht direkt. Ich rufe jetzt hier einfach die Methode iteratePipeline aus, dann bekomme ich nämlich dieses Objekt, was als XMI gespeichert worden ist, zurück. Kann jetzt hier das jcars-Objekt verwenden. Und laufe einfach hier in meinem Loop darüber und kann jetzt zum Beispiel Daten an der Stelle abfragen. Zum Beispiel kann ich mir jetzt quasi alle Sentences einmal ausgeben lassen. Mit dem jcars-Util, was ich hier auch immer importiert habe. Und kann dann, wenn ich diese Strukturen hier verwende, meine Analyse am Ende durchführen. So, lassen wir das Ganze nochmal laufen. Jetzt wird hier in jeder Zeile einfach der entdeckte Satz ausgegeben werden. Ja. So, wenn wir jetzt hier mal in die Ausgabe reinschauen, sieht es so aus, dass hier erfolgreich immer jeder einzelne Satz erkannt worden ist. Und wir können jetzt beispielsweise weiter programmieren und uns in die Analyse der einzelnen Sätze begeben. Aber das soll jetzt für den Einstieg einmal genügen.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich für das Framework NRPF interessiert haben und dem kleinen Tutorial gefolgt sind. Außerdem möchte ich mich bei der Fachhochschule in Aachen bedanken, dass Sie mir die Möglichkeit geboten haben, in meiner Promotion dieses Framework zu entwickeln. Und letztendlich möchte ich mich noch beim BMBF bedanken, dass durch das Projekt ETL Quadrat die Finanzierung meiner